Hallo liebe Leute, danke, dass ihr alle da seid bei unserem Kurzvertrag über die Changebox. Wir haben uns Gedanken gemacht über die Umwelt und sind auf Folgendes gestoßen. Und zwar hat uns gestört, dass Leute einfach ihre Sachen weggeschmissen haben, obwohl man sie weiterverwenden kann, und haben deshalb die Changebox entworfen. Die Changebox? Was soll ich nochmal sagen? Also, weiter geht's. So, jetzt erklären wir euch, was die Changebox genau macht. Also, das soll folgendes Problem beheben. Nämlich, manche Leute mögen es nicht so sehr, wenn irgendwelche fremden Leute nach Hause kommen und deren Sachen abkaufen, wie bei eBay zum Beispiel. Dann wird es auch vielleicht nochmal per Paket gesendet, was dann auch nochmal für die Umwelt scheiße ist. Und deswegen haben wir die Changebox entworfen, wo man einfach seine Sachen reinlegen kann und dann weiter versenden kann. So, jetzt gehen wir auf die Webseite, das später mal eine App sein werden soll. Hier, Changebox. Und zwar funktioniert das so, dass einer seine Sachen reinwirft, so wie sie ihre AirPods, und dann generiert die Box einen Code, den man dann hier bei neues Item hinzufügen eingeben muss. Zum Beispiel wäre es hier jetzt 333. Das kann die Box auch anzeigen, hier oben. Dafür haben wir kleine Computer benutzt. Da komme ich gleich noch zu. Wir haben es jetzt leider noch nicht richtig festgemacht, aber ich kann es mal demonstrieren. Wenn ich das jetzt in den Schatten werfe, wird hier gleich 333 auftauchen. Müsste zumindest. Ja, hat geklappt. So, den hast du schon eingegeben. So, jetzt müssen wir Folgendes machen. Und zwar müssen wir den Inhalt angeben. Also hier wären es jetzt AirPods. Und eine Beschreibung AirPods. Also man könnte jetzt einfach schreiben, AirPods im guten Zustand oder so, die möchte ich nicht mehr haben oder sowas. Ja. Dann kann man noch Folgendes auswählen. Die Kategorien, also Technik, Sport, Klamotten oder halt Literatur. Ja, jetzt. Hier wäre es jetzt halt Technik. Dann drückt man auf Speichern und es wird hier unten angezeigt. Und zwar würde jetzt ein anderer Nutzer kommen, der gerne zum Beispiel AirPods haben möchte. Der würde dann hier draufklicken und den Code für die Box erhalten, und zwar 333, den man dann dort eingeben könnte. Den Code kann man sogar eingeben. Also alle mal Kamera. Warte mal, geh mal bis einen Schritt zur Seite, dann kann man das sehen. So, mit Drücken von A, zählt es einmal hoch, 1, 2, 3, weiter mit B, 1, 2, 3, noch zweimal, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, jetzt hat man den Code eingegeben. Beim letzten Mal B drücken, wird jetzt nochmal der Code angezeigt. Also, und dann soll man auch später angeben können, ob man das schon fertig so haben möchte. Also, ob das der richtige Code ist, falls man es falsch angegeben hat. Und damit, und zum Beispiel, wenn man jetzt würde auch auf der Website dieser Zettel verschwinden. Das heißt, dass es schon abgeholt worden ist. Man muss halt schnell genug sein. Ja, und damit wollen wir auch anregen, dass man sich auch mal bewegt und dorthin geht. So, wie wir das Ganze hingekriegt haben, ist wie folgt. So, ich bin Lasse und ich habe mich über diese kleinen, mit diesen kleinen Computern, Calliope Minis, auseinandergesetzt. Da ist es eine Art blockbasierte Programmierumgebung und es hat mir manchmal den Kopf zerbrochen und auch Nächte gekostet. Ja, wenigstens funktioniert alles halbwegs und Johannes wird sagen, was er gemacht hat. Hallo, ich bin Johannes und ich habe gestern den gesamten Tag vor dem 3D-Drucker da hinten im Modellbaubereich verbracht und habe dieses Ding mit dem Lasercutter ausgeschnitten
Und ich sage immer 3D-Drucker, und das ist falsch, aber genau, und es waren so drei so große Platten Holz. Und das ist, ja. Ja, ich bin Henia. Ich habe die Kategorien, also die Bilder und das Logo designt. Und ich bin Salome und ich habe also die Schrift und Hintergrundfarbe und die Schriftart ausgesucht, damit das halt einigermaßen schön aussieht. Ja, ich bin Hanna, ich bin irgendwie die ganze Zeit überall mit rumgewuselt, keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen bei den Kalliopen vorbeigeschaut, habe auch so ein bisschen den Hintergrund von der Website mitgestaltet und habe auch so ein bisschen einen Plan gemacht, was wir so machen müssen unbedingt. Und ja, genau. Hallo, ich habe gemacht, dass die Website auch funktioniert. Hat sie gut gemacht. So, das war's. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag noch. Und ja, das war's.